So, ein wunderschön zurück zu dem Remake von Doom 2 Hunt E. Mir ist leider auffallen müssen, also mir ist aufgefallen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe beim Upload. Und zwar hatte ich mittlerweile schon Map 7 bis Map 9 gemacht und auch aufgenommen. Habe sie allerdings vergessen, in meine Konvertierungs- und Upload-Pipeline mit reinzusetzen. Was dafür sorgt, dass ihr die erst nach den Mindtest-Videos gesehen habt, obwohl ich sie aufnahmetechnisch schon davor angefertigt hatte. Heißt also, ich hatte erst Map 7 bis 9 aufgenommen, habe sie aber erst nach Mindtest, also nach den Mindtest-Videos hochgeladen. Von daher, man möge mir verzeihen. Ist aber jetzt nicht so, weil nicht so wild, ist halt bloß ein bisschen jetzt von der Chronologie ein bisschen durcheinander, dadurch, dass aber verschiedene Let's Plays sind, ist das ja egal, Hauptsache innerhalb eines Let's Plays sind die folgende richtige Reihenfolge. Jetzt ist mir wichtiger. So. Lange Rede, gar keinen Sinn, nur damit ihr da ein bisschen euch nicht wundert, warum ich in den MyTest-Videos von irgendwelchen Let's Plays erzählt habe, die noch gar nicht on waren. Wenn ich da davon geredet habe, keine Ahnung. So. Wir waren Map 10. Mal ein bisschen leiser machen hier. Perfekt. Eine von den Maps, die mir persönlich am meisten gefällt. Von den zwei Maps. Aha. Ah ne, ist bloß eine Wurzel. Wow. Das mit dem Stocker fängt das schon wieder gut an hier. Okay, uah. Boah, Alter. Also irgendwie scheint das mit dem Preloaden der Textur nicht zu funktionieren. Erste Welle überlebt. Aha. Mit dem Taschenlicht, Alter, erinnert sich gar nichts. Oh! Komm her. Arschloch. Noch mehr von den Viechern? Hoffentlich nicht, ich mag die Viecher nicht. Munitionstechnisch sehen wir nicht sehr gut aus. Hätte mal bei den Raketen besser aussehen als bei allem anderen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. So spielt das Leben. Alter. Gott.
Klappe da hinten. Die da. Wow. Da hat sich wohl einer im Schutz der Dunkelheit versteckt. Genau deswegen hatte ich diese Taschenlampe. Ich wüsste echt gerne, wo der herkam. Oh. Nein. Da. Arschloch. Mich von hinten zu erschießen. Sowas gehört sich nicht. Wir sind doch hier nicht im Krieg. Alter, wie viele gibt's denn von denen? Ist hier von der Produktionsstraße oder was? Gut, du gehst mal hinten rum. Oha, da sieht ja mal nice aus. Gut, ich muss allerdings hier aufpassen, weil hier sind wieder diese Trap-Fallen. Und wenn ich hier rüber laufe, öffnet sich das Ding da. Wow, Alter. Gott, was war das denn gerade? War natürlich schon verkackt, wenn wir nachladen. So. Alter. Wow, der schockert ja schon wieder so. Was ist denn los? Ich dachte, was wir jetzt gerade wieder wegen dem Nachladen. Alter, ich reiche gerade ganz schön viele. Hatte gerade ein bisschen Angst. Gut, Erfraum haben wir gesichert. Dann... Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Digga, sieht das hier geil aus. Diese Kanalisationssystem nur halt für Säure. Okay. Dann gehe ich ja jetzt mal hier rüber, weil damit aktiviere ich nämlich jetzt die andere Tür denn. Okay. Wow, jetzt habe ich hier auch noch die Revenants am Hals. Kacke. Gut. Oha. Fuck. Diese Kackfische hasse ich ja wie die Pest, ey. Da war noch einer. Sind da noch zwei? Oder auch noch drei? Ah, ne, doch nur zwei. Ah, oh, ja, wo bist du? Peter. Jo, die Kaufmann haben wir jetzt alle Lost Souls hier in dem Bereich.
Rüstung können wir nicht gebrauchen. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen. Genau deswegen nehme ich. Auf wieder los, Saubels, Alter. Ich habe keinen Bock auf euch, Viecher. Das ist aber lieb, dass ihr euch gegenseitig um euch kümmert. Aber doch nicht. Bitches. Kommen jetzt denn noch mehr oder war es das? Ah, ne, da sind noch mehr. Wow, nicht wieder angreifen. Greif deinen Bruder an. Oh, alter, fuck. Best. Wow. Okay. Mann, Alter. Wir haben schon 50 Rüstungen diese Kackviecher verloren. Geht das so hart auf den Arsch. Ah, noch einer. Und ich dachte schon als Kind immer, ich hasse die Pinkies. Oh Gott, Alter, wie viel denn noch? Ist da noch so ein riesen Viech da hinten oder was? Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wow, ja klar. Wow. Haha. Gut, damit habe ich hier schon mal den gefährlichsten Gegner ausgeschaltet. Oh. Sind ja zwei. Und der zweite hat mir gerade schon zugesetzt. Alter Schwede. Munitionstechnisch sieht es gerade gar nicht mal so gut aus. Gut, wir wechseln mal wieder auf die Pistole. Von da scheinen wir gerade am meisten zu haben. Wow. Ja, Pinkies sind eine Ausnahme, weil bei Pinkies auch nö. Okay, Planwechsel. Da. Noch ein Pinky? Ja. Ah, oh Gott. Und schon sieht schlecht aus mit der Munition. Ah. So viele Kackfischer hier überall. So, mal gucken, ob wir ein bisschen Munition haben. Ja, da hat der. Oh, Alter. Stock doch nicht so. Digga. Willst du mich ruinieren? Also schaffe Munition haben wir jetzt schon wieder eine ganze Menge. Wow. Also super, jetzt darf ich die um mit der Schaffmunition umbringen oder was? Das was ich meinte. Die Pinkies mit der Munition hier umzubringen ist relativ schwachsinnig, weil da brauchen wir ganz schön viele. Während man von der Schrot gerade mal halt zwei Kugeln braucht bei der doppelläufigen. Deswegen ich immer versuche die einzusetzen. Dich will ich noch nicht nehmen.
Aber ich bin gerade immer noch auf der Suche nach Shotgun. Ah, gut. Dann öffnen wir jetzt mal die Tür. Dazu geht man hier hinten rein. Aha. Die sind aber nicht ganz freundlich für Sonja. Hä? Ach so. Hä? Alter. Oh, ernsthaft jetzt? Och nö, jetzt hab ich noch Dinge eingesammelt. Alter, ich krieg gleich eine Macke. Hab ich gar nicht gespeichert? Egal, ich krieg gleich eine Macke. Was, wie, wo? Ach, Mann, Alter. Komm mal her. Gott, bei denen kriegt man ja nie genug hier. Also, doch, kriegt man genug. Eben, man kriegt mehr als genug. Die kriegen nicht genug, so rum. Jetzt macht es keinen Sinn. Ach, Gott. Da war noch einer? Ne. Wow. So, hier brauchen wir erstmal nichts von. Ich frage mich, ob es sich bei den Grünen einen geheimen Weg gibt. Weil erstens ist da eine Rüstung hier, also so ein Anzug drin, ne? Und zweitens kann man hier auch definitiv rein. Und auch wieder raus. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Gut. Nichtsdestotrotz will ich jetzt erstmal hier hinten rumgehen. Wow. Oh Mann. Zumindest ist es hier heller als von Vanilla. Normalerweise ist der Raum hier richtig dunkel. Oh Mann, die Lenzen wollte ich treffen. Junge. Gut, hier sieht schon mal ruhig aus. Schicker Computer. Oh, Lost Soul. Digga, leck mich! Lol! Zum Glück kann man den Durchskitter nicht erreichen. So. Was öffnen tut sich hier aber nicht, das ist auch nur Dekoration. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal in einen der gefährlichsten Bereiche. Und bei der hier hinten. Da wird es richtig schön. Was? Ach. Mann, Alter. Wo kommen die mal her? Hier ist doch gar nichts. Nein, nein. Da. Ach, hier. Oh Gott, hier ist offen. Ah, das Bild hat. Wow, und da ist dunkel.
Fuck, die sieht man ja mal gar nicht. Oh ja. Lass mich rot durch, ich bin Arzt. Ich hab grad die Spinne gehört. Och nö, man, nicht so eine Viecher hier. Oh! Was macht denn die Spinne hier draußen? Ach ja, von da kommen die alle. Wow. Ist hier noch einer drin? Ja. Mann. Ah. Diese Lost Souls. Was? Warum klingt der wie ein Zombie? Ein bisschen verwirrend. Gut, jetzt klingt es hier ruhig drin, ne? Ich speichere mal ganz kurz. Das Ding hier werden wir uns mal merken. Plasma verbrauchen war gerade nicht, können wir aber auch mal einsetzen. Das ist auch noch eine starke Waffe, die ich vollkommen vergessen habe. Was? Meine Fresse, ja. Apropos Plasma-Waffe. Hab ich aber die Faxen dicke, sag mal. Noch mehr? Leute, ich sehe nichts. Oh Mann, Alter. Ha, komm her. Ich höre Revenants. Oh, Raketen haben wir, gut. Merken. Von wegen falsche Taste. Können wir erstens ein paar gebrauchen. Ja, ja. Na gut. Das hole ich jetzt mal nicht. Ich hole allerdings die Rüstung. Denn wir haben draußen noch eine rote Rüstung. Eine grüne Rüstung. Geht's hier irgendwo hin? Oh! Ich sollte mir mal die grüne Rüstung holen. Ich guck erstmal so. Oh wow, geht nur hier rein. Hallo? Was ist denn hier los? Hä? Denkt sich immer irgendwo auf. Also, für die, die es wissen wollen, ich drück nicht die Springtaste. Aber trotzdem springt er hier mal an die Wand ran. Warum springt der immer so komisch, wenn ich hier so gegen die Wand laufe? Macht überhaupt keinen Sinn. Also, den Teil da unten komplett meiden, der bringt gar nichts und ist komplett verbuggt. Also ich meine, durch Säure laufen ist das eine. Aber wenn das auch noch so verbuggt ist, dass man extrem langsam drin ist, dann ist natürlich schon ein bisschen blöd. So, hier war Boni, genau. Und eine Rakete nehmen wir mit. Oh. Danke. So, hier war auch noch. Uah, nein! Och, doch nicht meine Fresse. Ah,
Scheiß Kante. Arschloch. Oh. Das sieht interessant aus. Nein, nicht dich mitnehmen. Nein, hör auf, danke. Leck mich am Arsch, danke. Ach, das ist hier scheiße dunkel drin. Wo jetzt? Da. Was ist das denn? Wir kriegen fucking Flammenwerfer. Haben wir so eigentlich schon? Ist es jetzt genau der hier oder ist es ein anderer? Oh ne, ist ein anderer. Lol. Ich verletze mich natürlich wieder selber dabei. Und zwar ganz schön heftig. Wie viel habe ich denn gerade Schaden bekommen? Alter, was? Wie muss ich denn den abfeuern, damit ich selber keinen Schaden bekomme? Guck dich das an! Leck mich doch am Arsch! Meine Fresse, mit diesen komischen Flammenwaffen. Nein, wer bitte bei der? Dankeschön. Mit der habe ich gerade gar keine Erfahrung. Auch bei den krieg ich. Digga, das war jetzt da vorne irgendwo. Warum krieg ich den Schaden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht sowas von keinen Sinn. Na gut, werde ich also doch bei der alten, also bei dem Primärfeuer bleiben. Da krieg ich wenigstens keinen Schaden. Wow. Bitte tut mir nichts. Okay, Risketter, da kann man nicht durchschießen. Aber klar, die können natürlich durchschießen. Oh, schick Lichtparty. Oh, Alter, wie sind denn das? Oh, fuck. Das ist halt wirklich dumm von mir. Ich bleib mal bei der hier. Egal, ich sehe dich bitte nicht mehr. Fuck. Dankeschön. Gott, jetzt sind wir auf den Eier gegangen. Oh oh, Revenant. Wow. Komm, geh zu. Dankeschön, geh weg. Dankeschön. Oh, da vorne ist ein Revenant, der ist allerdings still. Gott, warum wie viel Munition, ey? Haben wir hier ein Verschleiß? Und eine Schockerrate. Vom Feinsten. So, okay. Erstmal alle Gegner hier besiegt. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Trotzdem auf der Hut bleiben. Was? Oh. Nettes Feature. Kriegt man nicht auf. Schade eigentlich. Gibt's hier Ammo? Ich meinte eigentlich richtige Ammunition, also. Gute alte. Ah, das hier zum Beispiel. Oh. Das ist aber nicht nett. Die kann man runter. Das ist nett.
Ja klar. Renne bei der, Junge. Was? Hä? Ich hab 200 Leben. Ist das hier etwa Instakill oder was? Ja, ist Instakill. Ja gut. Du müsst aber das Viech selber auch tot sein, oder? Ja, so wissen sie es nicht mehr. Okay, gut. Dann ist es wenigstens fair. Ach nee, ich hab gar nicht gespielt. Ach, leg mich doch am Arsch. Kommt her. Fuck. Oh. Also doch, ich stemme auf. Ja. So, hiervon können wir gebrauchen. Die gibt da glaube ich nur 50. Ich lasse mich einfach mal da. So, jetzt haben wir wieder schön viel scharfe Munition. Nein! Puh! Ich hatte gerade was. Vielleicht ganz kurz noch einen Blick. Und dann füllen wir wieder ein. Wir schaffen das. So, das nehme ich noch mit. Hier war auch noch Munition. Das ist sehr schön. So, und hier müsste glaube ich auch noch eine Spinne sein. Es kam jetzt übrigens schon die neue Version von GZ Doom raus, also in 3.6.0. Allerdings stockert vielleicht ja auch noch die Taschenlampe extrem. Heißt also, wir müssen immer noch mit dieser Taschenlampe hier arbeiten, was natürlich, wie man hier sieht, ultra scheiße ist. Aber gut. Ich meine, es geht. Oh. Haben wir die Spinne schon schon weggelockt. Ah, jetzt kommt ein Bereich, der mir persönlich ganz dolle gefällt. Gut, wir haben zumindest Munition. Ach du Kacke! Was ist denn hier los? Genau, schießt euch alle selber über den Haufen. Perfekt. Fuck, das geht nicht. Alter, wie ist denn da los, bitte? Oh mein Gott. Ist schon viel nice. Einmal speichern. Wie die sich da alle gegenseitig fertig machen. Also das sind ein paar Idioten. Wo willst du hin? Danke. So, okay. Die große Meute ist weg. Wow. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Alter, noch einer? Ich glaube mal, hier ist es ohne Taschenlampe sogar fast besser, weil hier sehe ich besser die roten Augen von diesen Pinkies. Das verschafft mir einen kleinen Vorteil. Auch wenn dieser kleine Vorteil zugegebenermaßen sehr klein ist, aber besser als gar nichts. Oh, perfekt. Ja, nett. Dankeschön. Ah, und wieder mit Licht. Ist ein bisschen sehr schwach geraten. Ich meine, hier sieht man richtig den Lichtkegel. Und so ist gerade mal ein kleiner Punkt.
Gut, der ist auch ein Lichtkegel, aber der ist echt klein. Wow. Ich hasse Pinky. Gut, das brauchen wir noch nicht. Hätte das Ding doch gesichert gehabt. Okay. Ich glaube, mit dem Sichern sind wir soweit durch. Können wir jetzt hier Munition einsammeln. Dankeschön. Dankeschön. Mal gucken, wo die ganzen Secrets hier waren. Hier war einer. Ja. Wow, noch so ein Ding. Danke. Gut, das Ding werden wir uns merken. Da kriegen wir schön Emanation. Oh! Das Ding werden wir uns auch merken. Die hätte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man hier auch so was Gutes bekommt. Aha, da ist die gelbe Karte. Dankeschön. Hier ging es ins nächste Level, also Quatsch, ins nächste Level, sag ich schon. In den nächsten Bereich. Wie auch immer die Tür nochmal aufging, wahrscheinlich muss ich da einfach nur drücken. Aha, das können wir noch nicht gebrauchen. So, ah, stimmt, die hat eine Waffe noch auf dem Boden. Den ganzen Typen, die so gestorben sind. Hat die, ey, hier sind so viele Lichtquellen. Das Witzige ist, wenn die Geometrie von den Levels etwas komplexer ist, dann hat diese Tasche in Licht überhaupt kein Problem damit. Aber sobald zu viele andere Lichtquellen mit drin sind, stockert das Licht auch schon. Was eigentlich technisch gesehen irgendwie kaum Sinn macht, weil eigentlich, gerade wenn so viele Lichtquellen sind, ich meine, wie sehe ich hier 20 Lichtquellen? Und die eine Lichtquelle mehr, die sorgt dafür, dass alles stockert. Das ist schon ganz schön. Wie geht das auf? Hä? Ach nee, hier. Okay. Mein Fehler. Okay, hier waren auch wieder ganz viele Pinkies. Sag ich doch. Wow. Boah, Alter. Scheiß Pinkies, da stockert der Rechner einmal und ich werde sofort von den Dingern umzingelt. Was ist denn jetzt her? Ach, leck mich doch. Wo kam der her? Wieso kam auf einmal von hier einer?
Aber bin ich jetzt so blind? Hat der mich echt hier umschlichen? Gut, wir gehen da lang. Habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Hallo! Geht doch. Meine Fresse. Oh, Backpack. Sehr schön. Dankeschön. So, sobald ich jetzt hier rausrenne, werde ich nämlich wegteleportiert. Und damit kommen wir dann zu dem wohl schwierigsten Bereich. Was? Wieso reagiert er sofort auf mich? Ich muss hier weg. Ah, danke. Boah, wo geht's denn hier lang? Ich muss zugeben, diese ganzen Bereiche kenne ich nicht. Die gibt's auch in der Vanilla Map. Sind dort allerdings. Okay, den denke ich gibt's definitiv nicht in der Vanilla Map. Das sieht ja mal geil aus. Digga, wo geht's denn hier überall hin? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Hä? Ach, ich laufe jetzt über den ganzen Etagen lang. Lol. Ja, ist das geil. Also wenn es hier jetzt nicht 50.000 Secret gibt, dann heul ich. Gut, hier sind wir auch wieder bei dem Bereich, den wir kennen. Ist das geil. Wo geht's hier lang? Wo sind wir hier? Ah, okay. Ah, okay. Das ist hier der Bereich, wo wir die grüne Rüstung uns geholt haben. Mit den Raketen da hinten. Da. Und hier war die grüne Rüstung. So, dann gehen wir mal hier so lang. Perfekt. Und dann gehen wir mal zurück. Ne, hier bin ich falsch. Aber wo bin ich ja richtig? Wow. Da haben wir einmal ein Secret und ich habe mich schon verlaufen. Sind wir auch falsch? Ne, doch, ist richtig. Ist das geil. Ne, weil den Eingang hier, diesen Bereich, bis hier hinten. Diesen Bereich und den. Den gibt es tatsächlich auch bei der Vanilla Map, ist dort allerdings, glaube ich, nur für Multiplayer offen. So, und jetzt wird's hässlich. Ich habe nur eine einzige. Nee, das reicht nicht. Okay. Das wird nichts. Wo war der Bereich jetzt? Ich bin gerade ein bisschen. Hier muss ich irgendwo hin. Frage ist nur, wo bin ich hier richtig? Ich hoffe mal, ja. Ja. Nein. Doch. Ja, hier. Und zwar brauche ich das Ding da unten. Wow. Nein. Geh runter, wie geht's nicht runter? Hä? Wie war das? Gott, auch so kompliziert? Ne. Jawohl, geht doch. Meine Fresse. Andererseits könnte ich mir das hier eigentlich auch gleich holen. Nein. Weil wir haben davon ja sowieso noch eine. Und, oh. Ich sag mal so, wir werden es bei dem Cyberdemon definitiv brauchen. Und dann wird alleine wieder Säure schon wieder 20 Schaden bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Gut, wie kommen wir zurück? Wir laufen einfach mal den offiziellen Weg und der war hier lang und dann war er hier lang.
Und dann ging er hier irgendwie lang, genau. Da lang. Dann einmal hier lang, hier lang, hier lang und da lang. Ah, das war noch so ein rotes Ding. Sehr schön. Gut. Wir brauchen das hier. Und zwar ganz dringend. Gibt's hier zwei? Oder was hat sich gerade teleportiert? Hat sich doch gerade irgendwas teleportiert? Ich werde noch bekloppt. Das sah sich tatsächlich geil aus. Und da hinten ist es ein... Ach nee, das ist ein Thron. Da residiert wohl der Cyberdieb, den wir gerade umgebracht haben. Gut, das heißt also, wir haben jetzt... Hier haben wir noch nicht. Wir haben die blaue und wir haben die gelbe Karte. Wir können also jetzt praktisch schon ins Ziel laufen. Wow, wir hätten die Cyber, die wir gar nicht fertig machen brauchen. Weil wir konnten ja hier runterspringen. Wir hätten jetzt hier praktisch direkt ins Ziel rennen können. Na egal. Haben wir wenigstens nochmal die Gelegenheit, unsere Munitionsvorräte aufzufüllen. Weil die Gegner haben jetzt, glaube ich, soweit alle besiegt. Also alle, die zum Besiegen gedacht waren. Von daher... Hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr. Hier war ein bisschen... Aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Was wir brauchen, ist Munition. So, hier haben wir bereits alles. Also ist hier immer noch ein Gegner. Stimmt, ja. Da? Ach so. Gut. Als ich jetzt von Gegner sprach, habe ich jetzt nicht mit sowas Billigem gerechnet. Aber Hauptsache, wir sind an die Munition rangekommen. So. Hier hatten wir auch alles. Hier ging es hier hin. Hier hatten wir auch alles. Können wir uns jetzt eigentlich unsere ganze Boni hier holen. Das war einmal hier irgendwo. Genau. Und einmal da. Perfekt. So, dann gibt es noch ein bisschen hier fahren. Und dann würde ich mal sagen, das war's soweit. Wir sind relativ gut aufgefüllt. Das kann man so lassen. Adam? Ach so, halt! Mir fällt gerade ein, es gibt noch ein Secret. Ich speichere mal ganz kurz für den Fall, dass wir das Secret nicht brauchen. Und zwar, wenn man hier hinten lang rennt. Da. Gab es bei der Vanilla Map, gab es, glaube ich, hier? Nein. Hey, Moment, habe ich gerade Schaden genommen? Lol, man bekommt vor dem Ding hier immer Schaden. Ist ja nett. Also super. Gut, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist... Ah, so ging's. Gut. Na, ich muss noch mal neu laden, weil wir werden die Zeit brauchen. Zumal da, glaube ich, noch mal ein paar Gegner kommen. Da komme ich jetzt mal auf. Hä? Geht doch. Nein! Wieso nehme ich hier Schaden? Und dann wird das Geld auch noch so viel. Na gut, jetzt haben wir eine mega viel bekommen. Hat sich jetzt mit dem Schaden wieder ausgebügelt. Hat sich also unterm Strich jetzt nicht wirklich garantiert, weil wir haben jetzt nichts Brauchbares. Also, wow. Die Welt überragendes bekommen. So, hier war glaube ich nochmal ein Pinky.
Oder nicht? Okay. Wurde wegrationalisiert. Circle of Death. Ah, bin ich ja mal gespannt. Also, das war's erstmal mit der Map. Das war ja mal wieder eine Map der Extraklasse hier. Gut, schau mit V.